Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Jurassic World Evolution 2. Und wir haben das letzte Mal ja hier die Kampagne abgeschlossen. Und ich würde sagen, in dieser Folge starten wir hier mal. Uns wurde ja nach der Kampagne gesagt, wir sollen die Chaos-Theorie spielen. Wahrscheinlich so der zweite Schwierigkeitsmodus und die Herausforderung ist dann wahrscheinlich nochmal schwieriger. Ja, 5-Sterne-Bewertung. Ich würde jetzt einfach der Empfehlung weiter folgen. Der Grund ist, warum wir hier die Kampagnen machen. Erst wenn wir hier in den Kampagnen quasi alles freischalten oder vieles freischalten, durch Forschung etc., dann kann man auch im Sandbox-Modus auf diese Sachen zugreifen. Und da wir jetzt hier nur die Story-Kampagne abgeschlossen haben, würde ich einfach sagen, wir machen hier weiter und schauen einfach, wie lang uns das, ja, das Let's Play trägt. Ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele verschiedene Missionen es gibt. Es wird hier ein bisschen geteasert von Jurassic Park, Jurassic World. Ich denke, es geht um die Filme. Entweder baut es auf die Filme auf oder spielt mit den Filmen oder spielt, keine Ahnung, ja. Und ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Okay, es gibt, das ist hier DLC oder ein DLC. Es gibt ja, glaube ich, mehrere DLCs schon. 2 Sterne, das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit der Mission. Wir sehen schon, ja, es ist auch so meine Vermutung gewesen, dass jetzt ein bisschen mehr anzieht. Der Moskito, ich würde mal die erste Mission starten. Von Jahren konserviert. Und darin? Tja. Diese Entdeckung sollte die Welt verändern. Eine Weile lang dachten wir, näher würden wir den Sauriern nie kommen. Doch da lagen wir falsch. Aus jahrelanger Forschung zur Vervollständigung der DNA-Sequenz der Saurier resultierte Leben. Wie es ist seit 65 Millionen Jahren nicht mehr. Ich glaube, das ist aus dem Film. Jurassic Park. Wir wissen ja, wozu das führte. Aber was wäre, wenn jemand wie du den damaligen Hochmut gezügelt hätte? Damit Jurassic Park ein Erfolg wird, muss er für alle seine Gäste so sicher wie möglich sein. Das ist das Abenteuer ihres Lebens. Lass es nicht ihr letztes werden. Okay, da waren jetzt, glaube ich, der eine oder andere Shot aus dem Film. Ich bin jetzt nicht ein Gentechniker oder so, aber ich weiß auch nicht, wie da der aktuelle Gen, der Forschungsstand ist. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht kann man ja das, was hier in den Filmen propagiert wird, ja nicht nachmachen. Aber es fehlt was, was es früher besaß, bis wir sie zurückbringen. Dieser Ort zeigt den Menschen Spektakuläres. Dinosaurier, nicht länger nur in unserer Vorstellungskraft. Lebendige Saurier. Und wenn die Menschen sie sehen, dieser Moment des Erstaunens, der Magie. Du wirst ein Teil dieses Spektakels sein. Der Jurassic Park wird pünktlich öffnen. Und die Welt wird sein, wie sie einst war. Ein Land der Saurier. Park geschlossen. Okay. Ah, gut. Du scheinst dich einzuleben. Ach, dann ist das auch pausiert, okay. Ich möchte dir Lily Halford vorstellen, unsere Betriebsleiterin hier. Wir haben 30 Mille. Bring dich auf den neuesten Stand. Danke, Dr. Hammond. John, bitte. Oh, gut. Wie Dr. Hammond, oh, John, dir bereits gesagt hat, wollen wir den Jurassic Park so schnell und so sicher wie möglich in Betrieb nehmen. Wir tun hier Dinge, die als unmöglich galten. Es wird also eine Herausforderung. Das Unmögliche möglich machen. Ja, ja, das gefällt mir gut. Wir müssen die Anlage für die Saurier vorbereiten. Fang mit einem Besucherzentrum an.
und einem Wissenschaftszentrum. Und denk daran, dass beides mit dem Wegenetz verbunden sein muss. Oh, und auch mit Energie. Wie ich sehe, ist alles in guten Händen. Weitermachen. Wir geben Ihnen Bescheid. Fantastisch! Einfach fantastisch! Okay, es war schon klar, dass es jetzt ein bisschen mehr anzieht als das erste Tutorial. Kann ich in die Finanzen reinschauen? Ich würde gerne... Okay. Die Map kann ich auch nicht aufmachen. Ich würde gerne irgendwie die Gesamtmap sehen. Hier ist irgendwie rot. Es kann auch sein, dass es hier so Sand ist. Die Map scheint recht groß zu sein. Also deutlich größer als... Oder? Ja, es wirkt schon größer als die... Als die normalen Standard-Maps, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Okay, haben wir hier irgendwie ein... Was mich halt wundert, dass ich hier keine... Ja, ich habe ja keinen Zugriff auf Karten. Bauen wir einfach mal jetzt hier den Weg schon mal hin, damit wir hier ein bisschen Struktur versuche ich mal reinzubauen. Gehe hier auch mal bis ans Wasser ran, dass wir hier hochkommen und hier runter. Hm. Ja, wirkt nicht ganz so gerade oder parallel. Hier oben würde ich eher, glaube ich, Servicegebäude bauen. Was ist denn das hier? Besucherzentrum, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Das Nervenzentrum der Jurassic Parks, in dem alle wichtigen Operationen verwaltet werden. Außerdem dient es allen Gästen für den Parkbesucher als Drehscheibe. Okay, jetzt ist obwohl Ankunftsding Besucher. Okay. Doch irgendwie ein anderes Gebäude. Warum habe ich jetzt zwei Wege? Ich muss das hier hin platzieren oder was? Okay. Und das, wo muss das hin? Oder soll das hin? Ach, hier soll das hin. Okay. Dann baue ich das so, dass hier unten der Weg ist. Ja, Pause haben wir noch. Weiß nicht, ob man... Ja, vielleicht kann man später auch Dings bauen. Brücken. Ja, ich würde das gerne von hier weg machen. Ja, ich will den Platz da oben so lassen, damit wir, falls wir noch irgendwie ein Gebäude brauchen oder so, oder Zusatz, dass wir hier noch Platz haben, um andere Gebäude zu platzieren. Hier brauchen wir noch einen Weg, so es ausschaut. Weiß nicht, wie essentiell das dann ist, wenn wir hier den Weg haben, aber ja, das haben wir mal. So.
So, schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich glaube, da können wir auch ganz vorspulen. Ja, okay. Der Jurassic Park hat einen Genetiker. Spitze. Dr. Henry Wu. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen, sofern das noch nicht geschehen ist. Ich bin bereit anzufangen. Um die gewünschten Saurier zu bekommen, brauchen wir zuerst eine Brutstätte. Errichte eine, dann können meine Angestellten und ich beginnen. Ah, okay, jetzt hier ist auch deutlich mehr Dings, ne? Infrastruktur, Gastkomfort. Ah, jetzt kommen wir, glaube ich, auch in den interessanten Teil, die Gastkomfort. Also hier geht es jetzt da auch darum, dass wir was für unsere Besucher machen können oder sollen. Attraktionen. Oh, was gibt es denn hier so? Seilbahn. Parktouren. Ja, okay. Das ist so, was ich mir eigentlich erhofft habe. Schon am Anfang vom... Oh, hier gibt es auch. Ja, okay. Essen. Gibt es dann auch in besser. Strom. Ja, hier gibt es Strom. Okay, es ist nicht mehr so wie vorher in einem Forschungsbaum, sondern wir haben jetzt hier verschiedene Sachen. Hier können wir dann auch die Sachen erforschen, die wir zuletzt auch erforscht haben. Und hier geht es dann auch um Spezies und da brauchen wir wahrscheinlich die Genetiker. Ne? Sehen wir das hier irgendwo, was wir dafür brauchen? Oh, T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Nice. Das ist aber hier. Ah, okay. Das ist jetzt hier die einzelnen. Wahrscheinlich ist es auch. Ich würde das vermuten, auch so Evolutionsstufen. Ne? Von hier ist darüber gegangen und so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, so. Pronto. Ich weiß gar nicht, ob das ist so Brontosaurus. Das ist ein Baryonyx. Das ist ein riesen Oschis. Pflanzenfresser, glaube ich, ne? Ja, das sind hier so kleine Rottweiler, so Wadelbeißer. Und hier waren die... Ja, okay, Gehege. Ich will mir mal einen Überblick verschaffen. Aha, okay. Hier können wir dann auch die verschiedenen Futterstationen erforschen. Auch Zäune. Okay. Und das hatten wir noch gar nicht, ne? So Brutstätten. Das heißt, wir können dann, ja, um meinen Gedanken nochmal vom Anfang festzuhalten. Wie gesagt, ich bin kein Gentechniker und Dings. Ich weiß nur, dass man aus Millionen Jahre alten Fossilien schon Genmaterial oder Genome entschlüsselt hat. Aber ich glaube, es ist nicht möglich, mit aktuellem Stand der Wissenschaft, aber da werden die Gentechniker und so werden da wahrscheinlich besser Bescheid wissen, ist es nicht möglich, tote Zellen, ein totes Genom quasi wieder mit Leben zu befüllen. Ne? Obwohl man, auch wenn man den genetischen Bauplan hat, woran es dann wirklich scheitert, ist dann das Wirtsmaterial, das kann ich nicht sagen, ne? Aber deswegen, es ist zwar, die Idee ist ja interessant, dass man sagt, okay, man baut aus diesen Genomen der Dinos neue. Aber wir können nichts machen, wenn wir auf Pause drücken. Ich würde erstmal. Okay, wir machen 50k minus. Ja, okay. Ja, haben wir nicht. Ach, wir haben schon fixe Leute, okay. Wir sollten ja irgendwas bauen. Was wollen wir bauen? Folgende Brutstätte. Erforsche. Achso, wir sollen das erforschen. Brutstätte war hier, ne? Ah,
Ah, hier sehen wir, hier haben wir jetzt auch andere Anforderungen. Wir brauchen Logistik und, ich glaube, das war Wohlbefinden und das war Genetik, ne? Das heißt, der wäre eigentlich perfekt. So, dann lassen wir den schon mal ein bisschen forschen. Können wir eigentlich parallel noch auch andere Sachen dann forschen? Wir haben ja theoretisch was frei. Einfach hier im Bereich Infrastruktur. Dafür brauchen wir 5. Ja, okay, dann darfst du schon mal hier ran. Strom können wir nicht. Ja, ist noch alles gesperrt. Aber wir brauchen uns. Okay, okay. Ja, verstehe. Wenn wir so viele Leute haben, dann schalten wir neue Sachen frei. Gut. Ich würde gerne das hier noch ein bisschen ausbessern. Also ausbessern, das ist immer so. Na? F4. So, Gelege. Ermöglicht genetische Synthese, modifiziert Ausrüstung und Freilassen von Saurier kann für ein schnelles Freilassen direkt an Gehegezaun angeschlossen werden. Okay. Okay, wir sollen das hier blauen, okay. Ist doch noch sehr, ja, Tutorial-mäßig. Ah. Ich sehe schon, wo das Problem ist. Und zwar hier der Weg ist das Problem, den ich so schön gezogen habe. Synthese. Die erste Stufe der Saurier-Schaffung bei einer Brutschicht ist die Synthese. Das ist dann aus dem Genom, lese ich die Erdinformationen und die packe ich dann irgendwo rein in ein Ei und lasse die dann quasi ausbrüten. Während der Synthese wählst du die Spezies sowie die genetischen Modifikationen und du siehst die Chance auf bestimmte Merkmale. Ah, okay, das ist dann auch so ein bisschen Lost Ark, nicht Lost Ark, sondern Ark, wo es ja auch darum geht. Okay. Der Syntheseprozess erzeugt eine unterschiedliche Anzahl von Eiern, bekannt als ein Gelege. Die Anzahl der Eier variiert je nach Spezies. Okay. Und dann entweder ich sehe das vorher schon, welches Ei gut oder schlecht ist und dann kann ich mir überlegen, brüte ich sie aus oder schmeiße ich sie weg? Wäre so jetzt meine. Ja, wir beginnen mit Raptoren. Ich weiß, dass du eventuell Bedenken hast, aber John und ich sind uns einig, dass sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören. Du musst ihre Eier mithilfe meiner Genomforschung synthetisieren. Und ich möchte natürlich sofort über die Ergebnisse informiert werden. Ja, ich baue schon mal hier hinter einen Weg. Keine Ahnung, ob wir den brauchen werden, aber einfach damit es hier ein bisschen schöner ist. Ich versuche das ein bisschen so ins Landschaftsgebilde hier reinzubekommen. Gleich mache ich mal hier mit dem Weg. Ja, das Gehege ist nicht perfekt dazu ausgerichtet. So.
So, synthetisiere den folgenden Dinosaurier. Mal sehen, okay. Und wahrscheinlich hier. Brutkasten. Bestand ist 0 und ja, alle anderen sind hier noch gesperrt. Sehe ich dann hier irgendwie noch. Okay, das sind deren Merkmale. Dafür brauche ich insgesamt 11 Genetik. Genom modifizieren. Was heißt denn Genom modifizieren? Ach, hier kann ich dann auch Skin auswählen. Ich kann dann wahrscheinlich... Okay. Ja, das sind wahrscheinlich dann so Spielereien. Dann kann ich mir hier die Sachen einfärben. Kann ich vielleicht auch Skins, abspeichern. Wald, Freiraum, Beute, Wasser. Also ein bisschen Wasser, aber nicht viel Wasser brauchen die. Okay. Machen wir mal. Insgesamt brauchen wir 5, ne? Ja. Mach mal einen mehr, dass es ein bisschen schneller geht. Das sind ja 15%. Weiß nicht, ob das jetzt hier im Ding auch so ist. In dem normalen Modus, aber ich gehe davon aus. So, hier werden wir den Ding machen. Das heißt, wir werden hier schon mal eine kleine Wasserstelle hinbauen. Und wir werden... Oh. Kleine Einrichtung. Toiletten. Unsere erste Synthese war erfolglos. Es gibt also eindeutig Raum für Verbesserung. Aber wir geben nicht auf. Wir werden besser. Ich habe einige Bereiche im Syntheseprozess identifiziert, die weiterer Forschung bedürfen. Finde alles Nötige im Wissenschaftszentrum heraus und melde dich bei mir. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall noch Embryo. Keine lebensfähigen Embryos. Schauen wir mal. Aha, hier könnte ich weiterforschen. Effizienz-Upgrade. Ich hätte auf jeden Fall gerne... Ach, die Sachen müssen wir dann auch freischalten. Okay. Nee, das sind nicht die. Das sind doch die Wadelbeißer gewesen, oder? Kann ich hier irgendwas machen? Ja, auch einen bei Logistik und 2 bei Genom. Dann machst du das mal bitte. Erhöhe deine Parkbewertung, okay. Okay, da ist es dann ein bisschen limitiert. Komme ich denn hier? Ich dachte, ich sehe jetzt hier irgendwas von Raptoren oder so, ne? Aber also hier so Wasser. Hier unten kann ich nicht. Ihn könnte ich. Keine Ahnung, was mir das bringt. Schauen wir mal. Hier ist noch alles gesperrt. Hier ist noch alles gesperrt. Im Thema Strom. Ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich nicht genug Forscher mehr frei. Ja. Ja, noch ist unser Park geschlossen, weil wir haben ja auch noch kein Ausstellungsobjekt, sage ich mal. Aber hier waren wir ja stehen geblieben. Hier gibt es jetzt Gäste. Okay, Gäste, also Einrichtungen. Einrichtungen
Generieren Einnahmen durch Gäste. Okay. Ja, jetzt kommen wir dorthin, was ich so auch von anderen Parkspielen kenne. Fressbuden, Getränkebuden, Toiletten, also Hygiene dürfte auch ein wichtiger Teil sein. Gibt es dann in klein und in groß, klein, mittel und große Einrichtungen, Schutzbunker, kleines Hotel, Brutvorgang. Sobald ein Wissenschaftler die Synthese eines Genoms abgeschlossen hat, bist du in der Lage, das Gelege zu durchsuchen und Eier zum Ausbrüten auszuwählen. Aha. Alle ausgewählten Eier werden ausgebrütet und die ausgewachsenen Saurier können dann gleichzeitig freigelassen werden. Ah, okay. Alternative können Saurier per Airlift in andere Orte freigelassen werden. Ah, okay. Ich brauche dann nur ein von diesem Gebäude und ich kann die dann auch woanders hinbringen. Sind wir schon soweit? Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich folge der Wissenschaft und diese Saurier sind unsere beste Chance auf Erfolg. Wir haben so viel gelernt und werden weiterlernen, während wir voranschreiten. Ja, ja, natürlich. Und ich verstehe Ihre Bedenken, Miss Halford. Jeder Saurier birgt ein gewisses Maß an Risiko. Und es ist an uns, das so weit wie möglich abzufangen. Halte mir die Anwälte vom Hals und die Saurier sicher und zufrieden in ihren Gehegen. Und meine ewige Dankbarkeit ist dir sicher. Dr. Hammond, haben wir also Ihre Genehmigung fortzufahren? Ja, mit größtem Vergnügen. Okay, es gibt jetzt hier auch unterschiedliche Sachen, die wir für den Park bauen können. Das scheint ganz nice. Das ist wahrscheinlich wie so ein Gondelzugbetrieb, wo man dann die Besucher schnell von A nach B bekommt. Gästeattraktion. Interessant ist da unten gewünscht von. Es gibt wohl 4 verschiedene Besuchergruppen. Beobachtung. Okay, interessant, interessant. Hier war die Ranger-Station, ja, der Ranger-Posten. Was war das? Ah ja, die Bootstätte haben wir hier hin schon gebaut. Okay, wir müssen immer noch hier den Ding ausbrüten. Schauen wir mal, ob wir jetzt fehlgeschlagen. Alle weg. Wir haben ja irgendwas geforscht. Ja, es kann sein, dass wir das hier noch nicht auswählen können. Also wir haben, so wie es ausschaut, auch nur 55% Chance. Ich mach mal wieder hier einen Punkt mehr rein. So, 2/3. Chance haben wir, dass sie überleben. Ja, gut. Ja, ich versuche halt nebenbei unser Personal so effizient einzusetzen, aber dass wir die nichts machen, jetzt unter Anführungszeichen nichts machen, einfach dann hier schon mal ein paar Sachen nachforschen können. Okay, hier geht gerade nichts. Können wir hier irgendwie... Ja, da geht es erst weiter, wenn wir... Hier könnten wir... Medical nicht. Ja. Okay, dann erforschen wir einfach mal hier. Einfach damit... Das sollte passen. Einfach damit hier schon mal ein bisschen was passiert, ne? Das ist alles gesperrt. Auch noch gesperrt. Ja, es ist liegt jetzt wirklich daran, dass man jetzt wahrscheinlich so viele Versuche macht, hier in der Brutstätte, bis man endlich dann ein paar, ja, Raptoren hat. So, wir haben hier ein bisschen Wald, Wasser. So, schauen wir mal.
Lebensfähige Eier 4, Gelegegröße 6. Hier, nicht, dass uns hier der Saft ausgeht. Eier auswählen. Saurier-Merkmale sind aggressiv, intolerant. Also da werden wir keine anderen Dinos reinbekommen in das Gehege. Wenn Alpha für gesamtes Territorium... Es kann wahrscheinlich nur ein Alpha geben, ne? Ah, Dominanz. Es sind schon auch andere Werte, ne? Bedrohung mag keine anderen Spezien und bedroht alle. Ja, ich hoffe einfach, dass die sich jetzt mal nicht gleich die Köpfe einschlagen. Okay, es kostet jetzt wirklich 1,8 Mille. Okay. Dafür brauchen wir Wohlbefinden. Okay, der kümmert sich jetzt darum, dass die Eier ja gewindelt und gepampert werden, so dass sie halt bestmöglich aufwachsen können. Mal schauen, ob von den vier allen durchkommen oder ob da vielleicht eins auf der Strecke bleibt. Na, kann ja gut möglich sein. Ach, ich könnte schauen, ob wir hier sind, die was noch vom Level her. Ja, so wirklich was forschen konnte ich jetzt nicht mehr, ne? Vielleicht hier irgendeinen neuen Dino. Ja. So, wie schaut es hier aus? 20 Sekunden noch. Jetzt schneller hier im Erforschen. Nee, eigentlich wäre sie noch dabei. Na, ich lasse das mal. Ich brauche den wahrscheinlich gleich, den Forscher. Je nachdem, was hier passiert. 2, 1. Abgeschlossen. 4 Dinger sind fertig. Freilassen. Okay, nice. Auch mit Dr. Wus Zusicherungen wollen wir ein entsprechendes Unterstützungsteam vor Ort haben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin lieber vorsichtig. Wir beginnen mit einem Ranger-Posten. Baue einen im Velociraptoren-Gehege. Errichte dann eine Unterstützungsanlage und weise von dort aus dem Posten eine Ranger-Patrouille zu. Hm, ja, es ist jetzt nicht das, was ich bauen wollte. Ranger-Station. War doch das Ding, ne? Würde ich gerne hier so oder hier so hinbauen. Aber es könnte sein, dass wir zu weit weg vom Strom sind. Ja, dann setze ich das Ding mal hier hin. Bisschen Platz lassen. Es wirkt schon so, als würden jetzt deutlich mehr Gebäude geben. So, erstmal hier den Weg. Hier ist auch das Tor.
Wo war denn jetzt hier der Beobachtungsdings? Ja, das Teil habe ich gesucht. Setz das mal hier so irgendwo hin. So mittig. So. Ja. Weisen wir mal zu. Die Tiere müssen sich in ihren Gehegen wohlfühlen. Je weniger sie sich an ihrer Gefangenschaft stören, umso eher werden sie sich erwartungsgemäß verhalten. Das ist besser für sie und natürlich auch für uns. Überprüfe das Wohlbefinden der Raptoren und bedenke, dass sie sich erst an ihr neues Gehege gewöhnen müssen. Naja, da bin ich gerade dabei, was wir auch im ersten Story-Modus haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Tucken mehr Wald. Freiraum sollte passen, Bestand ist okay. Ja, das heißt, wir werden hier noch ein bisschen mehr Wald machen. Der Park bietet nicht viel Unterhaltung oder gar pädagogischen Wert, wenn die Gäste die Saurier nicht sehen können. Und was ist denn der Sinn, wenn man diese majestätischen Tiere nicht aus der Nähe sehen kann? Wir können Beobachtungsgalerien errichten. Dann können die Gäste genau das tun, John. Sie werden beeindruckt sein. Und genau das wollen wir ja. Genau meine Meinung, Lily. Sie werden immer und immer wieder zum Jurassic Park zurückkehren wollen. Wir bieten unbezahlbare Erinnerungen zu einem angemessenen Preis. Ah ja, nun verstehen Sie mich. Ja, das hatte ich vorher schon mal angetestet, dass ich hier irgendwo die Beobachtungsdinge hinbaue. Deswegen habe ich hier in der Nähe das Futter gebaut, dass wir hier auf, ja, dass wir hier sehen. Ich würde hier noch ein paar Bäume wegnehmen. So. Wie schaut's aus? Waldmäßig könnte eigentlich sogar noch ein bisschen besser sein, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen eine paläomedizinische Anlage, damit kranke oder verletzte Saurier versorgt werden können. Das ist eine gute Idee. Unsere Saurier müssen gesund bleiben. So, und das muss ich jetzt wahrscheinlich erforschen, weil das konnte ich nicht auswählen. Und zwar hier. Das ist Gästeattraktion. Nee, ich will erstmal hier die Paleo machen. Hier. Touren. Beobachtungsding. Seilbahn. Oder ist das jetzt freigeschaltet, ne? Ach, jetzt ist das freigeschaltet. Okay, okay. Ja. Ich baue das mal hier hin. Okay. Ja, können wir retten, können wir retten. So, schaut doch ein bisschen nach was aus, ne? Hier ein bisschen. Ich benötige mehr genetische Proben, als wir hier im Park zur Verfügung haben. Wir können selbst Expeditionen aussenden, um Fossilien zu sammeln. Aber vor allem musst du ein Expeditionszentrum errichten. Dann können wir DNA aus den im Feld gesammelten neuen Fossilien extrahieren und einen noch vielfältigeren Satz an Saurier-Genomsequenzen zusammenstellen. Das sollte Priorität haben. Ja, das
Ist doch noch ein bisschen sehr Tutorial-mäßig hier aufgebaut, das Ganze. Kriege ich das hier irgendwie so hin? Ja, wirkt jetzt nicht so, als könnte ich das da noch irgendwie reinquetschen. Ja, hier hinten würde ich es vielleicht auch gerne hinbauen. Wäre vielleicht auch nicht so unsmart. Aber da wir hier einmal Stromversorgung haben, mache ich das jetzt erstmal hier hin. So. Forschen, forschen, forschen. Was gibt's hier Neues zu forschen? Nicht wirklich, ne? Ach, das war hier angemackert, okay. So, irgendwas mit Logistik 2. Ja. Ja, wir sollen, müssten dann aufpassen. Wir dürfen die jetzt nicht zu sehr auspowern. Ach, okay. Ja, er wäre dann zu wenig. Wir müssen beide hinschicken. Wenn jetzt hier die Forschungsdings durch sind, müssen wir dann mal schauen, ob wir hier nicht ein bisschen die auf ausruhen schicken. Personalzentrum, ne? Muss ich das erst forschen? Ah, das forsche ich gerade, okay. In weißer Vorahnung. So, wie geht's denen hier? Ja, die Frage ist, machen wir nicht schon Gewinn? Ich glaube, ich muss den erstmal. Oh, kann ich noch nicht. Ach, hier sehen wir jetzt auch die Gruppen. Es gibt allgemein Abenteurer, Natur und Luxus. Das sind so dann die. Okay. Strom benötigt. Ich brauche hier hinten Strom, oder? Nee. So, Forschung abgeschlossen. Dann würde ich gerne hier den Ding bauen. Den Personalraum. Ja. Okay, der braucht auch Strom. Setz den mal hier hin. Ja. Einfach damit die Leute, die wir dann in Pause schicken, auch. Ich weiß nicht, ob wir den Raum brauchen, aber ich glaube schon. Ach so, das ist hier deren Bedürfnisse, okay. Ich würde gerne so einen Linus mir anschauen. Ja, bevor wir jetzt hier auf Expedition alles schicken, genau. Pause, 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 Pause. Aber wir haben jetzt schon 7 Mille verballert und wir haben noch keinen einzigen Besucher gehabt, ne? Müssen wir kurz warten. Ah, ich soll ein Genom verbessern. Genome war hier, ne? Wie hieß der nochmal? Tyrae.
Oder war das hier? Hier kann ich nichts forschen. Hier auch nicht. Das Schloss ist noch dran, deswegen keine Ahnung. Verbessert das Genom von Triceratops. Vielleicht hier? Nee. Ja, wir können nichts forschen, weil die alle noch in Pause sind, in der Pause. Medizin. Ich würde mal jetzt das nicht unter Unterhaltung setzen. Hier ist auch eh alles gesperrt. Ach du meine Güte, jetzt gibt es ja hier richtig viel Masten. Okay, jetzt kann ich hier auch Strom verlegen. Notfallgeneratoren, kleines Kraftwerk, Umspannwerke, Verstärker, also verstärktes Umspannwerk, großes Umspannwerk, okay, großes Kraftwerk, okay. Okay. Ach, ich muss wahrscheinlich auf Expedition. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Ich hoffe hier. Aha. Personal ist noch beschäftigt. Okay. Wir müssen noch warten, bis die hier aus der Pause kommen. Ich glaube, sie sind jetzt aus der Pause. Ne? Okay. Wir können sogar noch wen einstellen. 4, 5, 4, 3. Ja, 7. 5. 3. Nehmen mal sie, die Mary RK. Ja. Können wir jetzt irgendwas machen auf der Karte? Ja. Genom. Wie hieß der nochmal? Tira. Aha. Dahin müssen wir. Hier. Dafür brauchen wir aber mehr Forscher. Also mehr Forscherpunkte frei. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt immer noch in der Pause sind oder ob die jetzt endlich fertig sind. Ja, jetzt. Nee, immer noch nicht. Theoretisch kann ich 3 hinschicken, aber es... Nicht, dass wir jetzt hier wieder so einen komischen Bug haben. Wohlbefinden haben wir hier einen guten und hier einen guten. Sogar 2 gute sogar hier. Aber warum kann ich jetzt wieder nicht mehrere Leute dahin schicken? Personal beschäftigt.
Was heißt denn beschäftigt? Die machen doch nichts, oder? Oder forsche ich hier irgendwo? Man sieht, machen die nichts, weil die können nichts machen. Haben wir jetzt wieder einen Bug? Ach, da. Die ruhen sich gerade aus. Okay. Aber hier vorspülen bringt ja nichts. Ich weiß nicht, ob wir eine Meldung bekommen, wenn die ausgeruht haben. Jetzt ist abgeschlossen. Ist das vorher auch schon gestanden? Habe ich das schon wieder übersehen? 26%. Im Prinzip ist es die gleiche Note. Okay. Das heißt, wir brauchen wen mit Logistik 6. Dann schicken wir ihn. Wir können wahrscheinlich nur einen gleichzeitig losschicken. Ein Team. Sauerkämpfe. Okay. Werden die jetzt hier verletzt? Sehen wir hier auch, wie es denn geht gerade. Ah, ist nur ein Alpha dabei, okay. Okay. Scheint aber trotzdem noch relativ stressfrei zu sein. Die düsen hier rum, okay. Was zum Fressen gibt's. Ja, Medizinstation haben wir. Im Zweifel, wir könnten eigentlich weiter forschen hier bei ja, Logistik. Einfach damit die nächsten Sachen einfach erforscht werden schon mal parallel. Jetzt die Frage, kommen die jetzt auch noch zurück oder sind die schon wieder da? Kann ich die jetzt nochmal losschicken? Ja, okay, dann zack, fliegst du schnell nochmal dorthin. Ja, okay, er landet gerade, dann kann er gleich wieder los. Mal ein bisschen beschleunigen hier. Hier brauchen wir Besucher. Hier könnten wir vielleicht mal versuchen, den nächsten Step. Ja, aber unsere Leute sind, die guten Leute sind gerade alle beschäftigt. Was mich wundert, obwohl die eine Mission ja abgeschlossen war, dass wir immer noch bei 26% hängen. Wissenschaftszentrum. Ah, Fossilien. Haben die das hier angeliefert? Ach du. Ah, okay. Und wir wollen... Den wollen wir entschlüsseln. Das ist hier der gleiche, ja. Oh, interessant. Mhm.
Personal beschäftigt. Dafür brauchen wir Genom, also nicht Wohlbefinden, sondern Genetiker brauchen wir einen mit 3. So, das sind die 4. Das sind auch nochmal 4. Okay, das könnten wir dann hier so auffüllen quasi. 3. Das wären wieder 4. Haben wir hier noch einen 3er? Ja, aber so schnell sind die ersten 9 Mille schon fast weg, ne? Ich hoffe, dass wenn der jetzt hier mit seinem Ding fertig ist, dass wir hier das Fossilien machen können. Ja, jetzt funktioniert das. Und zwar brauchen wir... Ja, also eigentlich reicht plus 1. Ach, dann haben wir auf der Expedition ja schon die Sachen bekommen. Und sammelt man jetzt nur noch Fossilien, um diese dann in seinem Labor zu züchten. Aber hier sieht's. Achso, Forschung. Okay, verstehe. Und da sieht man auch Pflanzenfresser, Fleischfresser. Gibt dann auch noch so Aasfresser, ne? Ich weiß nicht, ob das dann ein eigenes Symbol ist oder ob das dann beide Symbole sind. Aber das werden wir alles rauskriegen. So. Ich schau mal aus. Na, fast fertig. Entlasse auch einen neuen Pflanzenfresser ins Gehege. Ich möchte diese Tiere im Freien beobachten. Ich meine, so frei, wie wir es gestatten. Ja, so frei, wie wir es gestatten. Kann ich jetzt endlich die Map... Jetzt kann ich die Map machen. Also wir können hier Gehege bauen, hier Gehege. Ich würde, da wir wissen schon, dass die keine anderen Dinosaurier akzeptieren... Würde ich hier das zweite Gehege bauen und dann hier diesen darüber transportieren. Ich würde mit euch jetzt noch die Dings machen, die Planung vom Gehege. Lass hier mal Platz, weil vielleicht bauen wir hier noch was um. So, einfach mal hier hinterziehen. Ich weiß nicht, wie viel Platz die dann brauchen werden. So, dass wir da hinten noch vorbeikommen, falls wir mit dem Auto irgendwie dorthin fahren müssen, was ich nicht glaube, aber so, ich mach hier schon mal runter den Weg. So, dann kann das weg. Wir brauchen Strom. Dann würde ich gerne mal hier so einen Masten verwenden. Kann ich den denn von hier rüberziehen? Einfach so. Geht das? Ich würde hier hinten gerne eine Rangerstation bauen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ist das dann angeschlossen? Nee, nicht wirklich, ne? Es kann natürlich sein, dass das nur funktioniert hier mit so einem... Nicht mit einem Generator, sondern hier Umspannwerk.
Ah, das muss ich erst erforschen, okay. Gut, dann. Dann lassen wir das Experiment hier erstmal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ranger. Und zu einer Station hier drin. So, zack. Dann Beobachtung. So, dass relativ viel abgedeckt ist. Es wäre dann auch cool, wenn wir hier irgendwie so bauen könnten mit, ja, hier so eine kleine Brücke drüber. Ja, machen wir es mal nicht so weit. So. Ein Tor brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir können ja auch schon richtig große Dinge reinsetzen, okay. Das. Ja, solange wir kein Dings haben, kein... Ja. Stellen wir die Ranger-Station jetzt hier hin, geht das? Ja. Und dann noch hier einen Generator, den stelle ich mal... hier hin. So. So, dann wird hier der zweite Posten zugewiesen. Dann ist das schon mal safe. Ein bisschen Wasser. Ich habe keine Ahnung, was jetzt die Dinos brauchen oder was wir dafür für, ja, was die für Ressourcen brauchen, aber es ist klar, die meisten oder man braucht immer irgendwie eine Wasserstelle. Wir haben jetzt hier ein Beobachtungsdings, wir haben schon den Ranger-Posten zugewiesen und Strom haben wir. Das heißt, wir können da können wir die nächsten Fossilien analysieren. Hier, hier. Nein, Zweier haben wir nicht, ne? Geldwert. Ah, da kriegt man Money zurück, oder? Okay, jetzt habe ich nicht ganz verstanden, oder habe ich dann instant das Geld bekommen? Das wirkt so, ne? Mineralien verkaufen. Ah, okay, das sind so einfach um... Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das dann aufsparen kann, aber es ist vielleicht sogar ganz smart, wenn man am Ende hier die quasi Schecks aufhebt, um... Ich mache mal hier die 2 Fünfer, einfach weil ich kann. Dafür brauchen wir einen Fünfer in Genetik. Ja, vielleicht ist es... Ich weiß nicht, ob das limitiert ist. Ja, doch, ist limitiert. Okay. Dann, ja, wenn es nicht limitiert wäre, wäre es ganz nett, wenn man sich hier ein bisschen was aufhebt, moneymäßig oder geldmäßig. Und wenn man mal Not am Mann ist, dass man dann hier Sachen rausballert. Ich denke, wir haben jetzt hier soweit schon mal vorbereitet das Gehege. Soweit, wie es, ja, wie es geht, würde ich sagen. Ich würde sagen nämlich, weil ich habe gerade gesehen, die Zeit ist schon wieder dahinschreiten. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier dann, versuchen wir die Dinos zu züchten. Und dann werden wir sie hier per Luftdrop hier reinsetzen und dann werden wir mal schauen, was wir für die Dinos machen können. Ich danke euch fürs Dabeisein und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Also bis dann, Servus.